Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays, Leute. Herzlich willkommen, wir spielen eine Runde BO3. Es sind nämlich gerade Top-News reingekommen. Und zwar, ich gehe mal kurz auf Twitter nebenbei, ganz easy. Ich spiele heute mal frei für alle zum allerersten Mal. Und zwar, ich glaube, die wollen, dass Black Ops 4 echt oft verkauft wird. Denn es wurden 4 Maps angekündigt, die wir alle kennen. Slums, habe ich ein Triple gemacht. Summit mochte ich nie wirklich. Und Firing Range, also diese drei. Und Jungle sogar, Alter. Diese 4 Maps, Leute, wurden jetzt offiziell für Black Ops 4 angekündigt. Ich weiß nicht, ob es dann einzelne Multiplayer-Maps sein werden oder ob diese Maps in der Blackout-Karte zu finden sein werden. Aber Leute, ohne Scheiß, Mann, das ist doch mal eine richtig, richtig geile Neuigkeit, Leute. Also besser geht's doch gar nicht. Ja, wir versuchen jetzt einfach, dieses frei für alle zu gewinnen. Ich habe jetzt seit bestimmt einer Woche oder so kein COD mehr gespielt. Also bin ich froh, wenn ich überhaupt mal die ein oder andere Kugel treffe. Kann auch sein, dass ich heute dass ich gar keine Kugel treffe, kann auch sein, aber ich meine, dass frei für alle gewinnen sollte. Ich glaube, frei für alle nicht zu gewinnen ist eigentlich die wirklich schwierigere Kunst. Also ich glaube, es nicht zu gewinnen ist eigentlich fast unmöglich. Wobei in Black Ops 3 habe ich so wenig frei für alle gespielt. In MW3 zum Beispiel habe ich halt only frei für alle quasi gespielt. Da hat man ja auch alles geraped. So, aber ich habe hier so wenig frei für alle Erfahrung, ist krass. Ja, okay. Also Leute, ich bin mal sehr, sehr gespannt, wenn diese Maps wirklich reinkommen, inwiefern die wie die aussehen werden, weil es wird wahrscheinlich schon Designänderungen geben. Boah, das war das erste Mal, dass jemand Psychose gut eingesetzt hat. Sie werden wahrscheinlich schon deutlich anders aussehen als früher und ich finde das genau geil, Leute. Ich freue mich so extrem darauf. Ihr könnt euch jetzt nicht vorstellen, wie geil das sicherlich wird, wieder auf Firing Range. Am allermeisten freue ich mich natürlich auf Slums, weil Slums ist für mich, keine Ahnung. Summit, ich war der Einzige, der Summit immer gehasst hat. Schon zu aktiven Zeiten habe ich Summit gehasst. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Ich habe Summit einfach schon immer gehasst, weil es einfach eine Map war, die mir nie gut gefallen hat. Aber Leute, es kann sich ja alles ändern. Und so Maps wie Slums, legendär, Alter. Fucking legendär, Leute. Also, wer Slums nicht feiert, so, der hat das Leben noch nicht gefeiert. Ohne Scheiß jetzt. Also, wer Slums nicht feiert, ist ja fast kein Mensch. Also, ich finde, das zählt für mich schon fast zu kein Mensch, wer Slums nicht feiert. Also, Jungle ist immer so ein bisschen, ja, ich sag mal, schwierig. Weil Jungle hast du halt entweder die übelst geile Runde oder halt überhaupt keine geile Runde. Aber du hast halt, keine Ahnung, wenn du die Streaks da hattest und wenn die wieder geile Streaks machen. Die wollen ja wieder sowas Schwarm-ähnliches machen. Also wenn sowas kommt, Leute, dann mache ich mir mal gar keine Sorgen, dass das geil aussehen wird. Also, und dann auch noch Dingens, Firing Range, Digga. Also legendärer geht's ja eigentlich fast schon gar nicht mehr. Natürlich Raid und so wird auch krass sein, aber Raid soll ja in dieser Blackout-Karte sein. Also das habe ich ja jetzt auch schon mehrfach gehört und das wäre natürlich auch richtig lecker. Guck mal, so manchmal habe ich dann doch kurz Aim für eine Sekunde. Boah, bist du schlecht, Digga. Na komm. Nein, oh Gott. Das ist ja viel zu viel Action. Und weg hier. Huch. Der checkt auch nicht, dass ich hinter ihm bin. Jetzt aber wahrscheinlich schon, oder? Kannst du mal warten? Digga, kannst du vielleicht mal kurz chillen? So, okay. War Breach immer eine eurer Lieblingskarten? Sag mal ehrlich. Ich weiß nicht, bei Breach war immer auch so eine Map, wo ich nie genau wusste, ob ich die jetzt richtig gut finde oder nicht, weil hier gab es teilweise auch so die Überabfuck-Grounds, Alter. Wie gesagt, ich spiele es auch gerade nur noch, um einfach was im Hintergrund zu haben, weil ich rede es auch nur noch über Black Ops 4 in nächster Zeit, vermute ich. Weil, ja, ich weiß nicht, Black Ops 3 ist halt, ich stehe hier 9-7 so und es regt mich nicht mehr auf, so, weil ich habe, wie gesagt, dieses Spiel schon, das Spiel ist wie so eine Prostituierte und ich bin so ein Freier, der 2 Jahre lang jeden Tag da war. 2 Jahre habe ich jeden Tag ein Video gemacht. Ich habe 700 Videos in diesem Spiel. Also, das hat keiner, ich sag, das hat fast keiner auf der Welt sogar. Und dementsprechend, habe ich die Heatwave wieder genutzt, aber bei ihm ist sie gar nicht angekommen. Super. Okay, wir gewinnen das Ding jetzt schnell. Halt die Fresse. Okay. Bin ich mal eine Kugel verschossen, Mann. Ich bin so ein Gangster, Leute. So ein OG, Mann. Naja, und ich denke mal, bei BO4 werde ich dann wieder der Freier sein, der 2 Jahre zur selben Note geht. Also, das ist mir eigentlich schon ziemlich klar. Also, es kann eigentlich gar nicht anders werden. Das Ding ist, ich laufe voll die schlauen Wege, aber es juckt keinen, weil die Gegner so die übelsten random Wege laufen. Ich mache eigentlich genau dieses Spawn-Patrouillieren, was man immer übt, aber ballert hier gar nicht, ey. Kommt der jetzt genau zurück? Wo bist du jetzt? Ich laufe immer hier lang. Hoffe, dass hier jemand kommt, aber es kommt nie einer. Ist traurig. So, okay, schauen wir mal hier rein. Ich freue mich auch so auf das Movement, Leute. Auf dieses Sliden Only. Boah, bist du krass drauf, Digga. Heftig.
Ding ist, ich war auf so einem hohen Level COD auch vor ein paar Monaten noch. Also, dass ich so spielerisch so gut war ich echt noch nie. Dass ich jetzt gerade so richtig so einen Fick schon geben kann. Weil, Leute, ohne Scheiß, ich habe eine Heatwave. Er hat auch eine Heatwave, aber nur einer von beiden wird getroffen. Das ist doch auch, das kannst du doch keinem erzählen, wirklich. Ich bin jetzt wirklich, es wird das erste Mal sein, dass ich die Frei für alle nicht gewinne, Leute. Das war's wieder komplett, Leute. Das sind Klonen, ne? Ist, ja, ist das krass? Ich habe alle Klone erschossen, wie so ein richtiger Noob. Was war das denn? Der hat mir so die Dredge in die Fresse geschoben. Ich werde zweimal gespawnt. 19, 18, Leute. Das war's. Aber ich spawn schon wieder bei jemandem. Ja, Leute, ich würde sagen, ey, vierter Platz ist doch voll okay. Vierter Platz ist eine super Leistung. Reicht nicht ganz fürs Treppchen, mein Gott. Muss ja auch nicht immer fürs Treppchen reichen. Nochmal die Killcam hier. Sauber, dass er da auch wirklich gar nicht geschluckt hat. I know you see me looking at you and you already know I wanna... Hier kommt jetzt jemand. Ich hoffe, er holt mich von der Seite, dass ich ausrasten kann. Ich hoffe, auch diese Runde werde ich wieder verlieren. Ich hoffe, du drehst dich um und fickst mich. Brauchst du gar nicht, oder? Na doch. Aber krass, dass ich da am Fallschaden sterbe im BO3 aus 1,50 Meter, nicht schlecht. Muss man auch erstmal nachmachen, ne? In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. Ich spiel, um jetzt wenigstens eine Runde zu gewinnen. Aber die Map ist richtig, ist meine Lieblingsmap mit Abstand. Die Map ist so geil, Digga. Holy shit. Kannst du sterben oder warst du wieder komplett? Nein. Hab ich einmal Glück mit der Waffe gehabt, die du in der Hand hast. Da kommt jemand. Ja, Digga. Mhm. So, Drohne haben wir. Das ist ja eine richtig krasse Runde, Leute. Das ist ja vergleichbar mit einer Triple Nuclear. Ungefähr. Den haben wir auch. Jetzt kommt da hinten einer. Na, dich habe ich saved. Aber von hinten einer. Kann ich den ausfliegen? Wo ist er? Er ist so schlecht. Boah, ist der schlecht, Digga. Krass. Okay, wir haben Streaks, Leute. Das ist ja, das könnte ja hier die Triple Nuclear Live werden. Kann ich doch noch eine Runde frei für alle gewinnen? Ist jetzt die große Preisfrage. Ich stelle mich jetzt mal ganz frech hier oben aufs Dach. Und als ob ich zwei Kills machen frei für alle. Unmöglich. Sir. Ich habe einfach die Mitte voll und hoffe, dass da irgendwer reinrennt. Ja, tatsächlich. Wo sind denn die jetzt? Hier höre ich doch was. Bitte warten. Das war's wieder completely. Okay. 13 Kugeln. 13 ist eine Unglückszahl. Das heißt, ich werde ihm einfach einen. Nein! Nein! Oh Mist! Ja, Leute, diese Runde wird man dann tatsächlich doch noch über die Zielgerade bringen, vermutlich. Außer man weiß ja nicht, was jetzt noch passiert. Vielleicht gewinnt man sie ja auch nicht. Ne? Ist ja nicht sicher. Jetzt macht der Typ John Cena, macht das auch noch ernst. Ich kann nicht mehr, Digga. Mein Gott. Wie lange hat er denn Flammenwerfer auf der Drecksmap? Ohne Scheiß, Mann. Typ kommt jetzt eh hier irgendwo. Nein, stopp. Ja, Digga, so geht das. Und ist noch einer? Ja, aber er rutscht wie Boris Becker, Digga. Wenn er hinfällt auf dem Tennisplatz, Manu. Kennt den jemand von euch noch eigentlich? Oder kennt ihr nur noch UFO 361, ey? Walla, was hast du gegen UFO? Gar nichts, Mann. Ich feier dir noch selber an meiner Keulung. Hey! Schluss jetzt, John Cena, Menno! Es reicht doch jetzt mal! Um Himmels Willen! Oh, es war ganz mies gesneakt. Jetzt kommt hier einer, 3, 2, 1. Darkwing Duck. 2, 1. Ich wusste halt, dass er da spawnt. Ich wusste es halt. Dich habe ich safe, nicht. Wo bist du? Na, Schluss. Digga, hätte mich fast geriffert. Der hat einen Millimeter daneben geriffert. Ich werde es echt nicht gewinnen, Leute. 13-2 zu 23-14. Das war's wieder komplett. Krass, dass ich 2018 nochmal so einen Hass entwickeln kann gegen ein Spiel. Ich empfinde ihn richtig real gerade. So richtig krasses Gefühl. Er darf jetzt keinen Kill mehr machen, aber er wird es safe einmachen, Digga.
Aber ist auch nice. Ich meine, so ein zweiter Platz, hey. Hitzewelle juckt ihn nicht, hab aber Glück. Jetzt kommt eh John Cena. Ja. Kannst du Matches bitte beenden, Digga? Ich hätte das früher niemals hochgeladen, ne? Ich will einfach, in BO4 werde ich auch sowas nicht mehr hochladen. Aber ich kann nicht mehr, Digga. Ich schwitze jetzt nicht auf dem Gameplay, Digga. Ich kann nicht. Ich krieg einen Rappler. Macht der Typ jetzt Last Nice oder warum gewinnt das nicht? Will er, dass ich auch 29 habe? Will er mich leiden lassen? Oder er choked jetzt anscheinend wirklich? Er ist gerade wieder gestorben, Mann. Hier, wo ist er? Digga, mach's doch noch ein bisschen komplizierter. Guckt euch das an. Er lässt mich jetzt wirklich rankommen, um dann noch zu gewinnen. Das war's wieder komplett. Lol, Digga. Jetzt hat das wirklich jetzt beendet. Egal, wieder zweiter Platz. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.